Ein Willkommen in die Runde. Alles wunderbar. Wir haben hier jetzt in den nächsten Minuten etwas verspätet wegen diesen Anfangsschwierigkeiten, aber immerhin, es scheint ja zu laufen. Da möchte ich ein paar Worte zu einigen Insights einer digitalen Innovation darstellen, hier in diesem Zusammenhang zum Thema, wie kann man mit digitalen Zwillingen Treibhausgase und Kosten in Energiesystemen einsparen. Genau. Jetzt müsste eigentlich das nächste Bild kommen. Jetzt kommt's. Ein paar Worte erst zur Agenda. Das können wir auch relativ knapp halten. Am Anfang werde ich ein paar Worte zu den Herausforderungen der Dekarbonisierung sagen. Anschließend etwas zum Maschinenraum dieses digitalen Zwillings. Das ist im zweiten Teil. Im dritten Teil ja die Anwendungsfälle, die Praxisfälle, die wir bereits durchgeführt haben. Ja, und am Schluss haben wir hoffentlich noch ein bisschen Zeit zur Diskussion, auch wenn jetzt gerade die technischen Schwierigkeiten am Anfang etwas Zeit gekostet haben. Steigen wir ein. Worüber sprechen wir heute? Was ist das Thema? Ja, das Thema ist im Kern eine Innovation, die wir digitale Dekarbonisierung nennen. Diese Dekarbonisierungsthematik, da fragt man sich vielleicht, was soll dieses Schiff, was man jetzt hier sieht, was hat das mit einem Raffinerieschiff mit Stadtwerken zu tun? Sehr viel, und das werden wir jetzt im gleich Folgenden sehen. Zuvor jedoch ein paar Worte zu dem Thema, warum unterhalten wir uns überhaupt das Thema digitale Dekarbonisierung, wie ist die Motivationslage? Die Motivationslage ist im Grunde genommen ganz einfach, das ist die tägliche Diskussion, das sehen wir hier in diesem Bereich. Wir haben natürlich ständig das Thema, ganz eminent, das Thema Treibhausgasemissionen, die müssen wir reduzieren. Wir haben ein gesellschaftlich großes Interesse daran, diese Themen zu ändern. Wir haben großen Druck in diesem Bereich, der wird natürlich auch uns Energieversorger immer weiter beschäftigen. Im Kern geht es um Folgendes. Im Kern geht es bei dieser digitalen Dekarbonisierung hier um die Frage, wie kann man Energiesysteme, also Systeme, die Energie wandeln in jeder Form, wie kann man die in Zukunft so gestalten, dass sie zwei Dinge leisten. Also dass sie sowohl kostenoptimal funktionieren, weil wir müssen ja auch auf die Kosten achten, aber dann in erster Linie auch Kohlendioxid oder andere Treibhausgase dort die Emissionen massiv reduzieren. Das ist das Hauptthema, was wir haben. Und da geht es halt in dieser Innovation heute darum, wie kann man das machen, dass man auch ganzheitlich, das heißt über verschiedene Grenzen, also Sektorkopplung, in diesem Kontext diese Optimierung durchführen kann. Und dafür bietet sich die Technologie des digitalen Zwillings an. Und die möchte ich jetzt kurz erläutern. Kommen wir jetzt zum Maschinenraum, wie ich es genannt habe. Also eigentlich diese Thematik, wie funktioniert das? Das ist jetzt quasi ein kleiner theoretischer Teil, in dem erstmal dieses System erläutert wird. Schauen wir uns das mal an, hier in der Mitte. Das ist dieser Maschinenraum, das ist dieser digitale Zwilling, der hier gebaut wird. Wir sehen hier den Begriff dieser Energiesystem-Superstruktur. Was ist das? Das ist im Grunde genommen das komplette Lösungsgebiet, der Lösungsraum, mit dem wir arbeiten. Also in diesem Lösungsraum sind die derzeit alle existierenden Technologien enthalten. Da haben wir von Siemens natürlich den Vorteil, durch unsere Technologie- und Forschungsabteilung State of the Art zu sein. Und wir haben hier die Daten, die wir benötigen, um solche Dinge zu berechnen. Im Grunde genommen kann man sich das vorstellen wie eine Art Lego-Kiste. Eine Lego-Kiste, die lauter Steinchen hat. Und wir können uns jetzt die richtigen Steine in der richtigen Farbe, Form und Größe können wir dort zusammenstellen. Und wir können nicht nur die Dinge zusammenstellen, sondern wir können sie auch dann während der Zusammenstellung auch verändern. Das ist der große Vorteil dieser digitalen Zwillinge, mit denen wir hier arbeiten. Was brauchen wir, um diesen Maschinenraum zu befüllen? Wir brauchen natürlich Eingangsdaten, Eingabedaten, sieht man hier. Die sind erforderlich. Im Grunde genommen geht es hier bei diesem Thema Zielfunktion darum, was wollen wir tun? Oder eine Kombination daraus. Also entweder schauen wir uns an Kosten, wir wollen kostenoptimiert arbeiten, oder wir sagen, wir wollen tatsächlich im Bereich Treibhausgasemissionen unterwegs sein oder bei den Primärenergieträgern. Auch Kombinationen daraus sind möglich. Das heißt, diese Daten fließen ins System ein, genauso wie Energiepreise, Lastprofile bis hin zu Wetterdaten. Diese Daten haben wir selber im Zugriff für dieses System oder auch werden auch entsprechend vom Kunden über den Kundenprojekten mit eingegeben. Das sind halt die Sachen, die wir hier haben. Darüber hinaus gibt es einige optionale Eingangsdaten. Da möchte ich kurz darauf hier verweilen, das Thema Technologievorauswahl. Es kann ja sein, dass ein Kunde, sei es ein Stadtwerk oder ein Industriekunde, sagt, er möchte gewisse Technologien nutzen oder auch nicht nutzen.
Und das brauchen wir hier. Da können wir die Szenarien, die wir dann in diesem Maschinenraum gegebenenfalls dann rechnen, schon bereits Vorauswahlen treffen. Wir können hier Kostenmodelle hinterlegen und andere und weitere Daten. Dies alles, sowohl diese Seite, also die optionalen, als auch natürlich die Eingangsdaten, arbeiten dann hier im System. Und noch als Disclaimer, nur dass wir auf der wissen, worüber wir reden. Der digitale Zwilling, so wie wir den hier anbieten, ist ein Design-Tool. Es ist also kein Tool zur Systemsteuerung. Also wir sind nicht diejenigen, die hier diese Systeme dann steuern, sondern wir designen das richtige Energiesystem, so wie es dann hier als Ergebnis herauskommt, sprich, wie wir dann die Technologie und die optimalen Daten so bauen können, dass wir auch aufgrund einer Wirtschaftlichkeitsanalyse sagen können, das ist ein optimales Modell. Schauen wir das nochmal ein bisschen genauer an. Es geht um die Frage, wir haben hier wieder unsere Eingangsdaten, das hatte ich ja gerade schon erläutert, und dann passiert Folgendes. In diesem digitalen Zwilling und in diesem Maschinenraum passiert jetzt Folgendes. Wir haben hier diese drei Größenordnungen. Wir gehen einmal auf die optimale Anlagenauswahl, da können wir Vorauswahlen treffen oder das System schlägt Auswahlen vor. Genauso dann die Größen jeweils, die wir dort möglicherweise uns ansehen wollen, können wir durchskalieren und dann rechnen das System über verschiedene Iterationsschritte unterschiedliche Anlagenverteilungen. Was kommt im Grunde genommen heraus? Genau das, was wir hier sehen. Es kommt ein Energiesystemdesign heraus, das sowohl eine optimale Struktur und Auslegung hat, als auch kostenwirtschaftlich ist. Also es kann beide Dinge erfüllen. Also es kann sowohl die Gesamtausgaben optimieren, als auch die Kohlendioxid- oder Treibhausgasemissionen. Ja, und natürlich den Primärenergieverbrauch. Und das kann es einzeln optimieren oder in Kombination. Das sind so im Wesentlichen die Themen, die wir hier sehen. Das heißt also, genau hier arbeiten wir, hier wird gearbeitet und über Iterationen geht das dann durch bis zu diesem Ergebnis. Und wir gehen normalerweise so vor, weil von uns kann ja niemand in die Zukunft schauen. Das können auch wir nicht. Das heißt also, in die Zukunft können wir alle nicht schauen. Deswegen gehen wir szenarienorientiert vor. Wir rechnen in der Regel 2 bis 4 Szenarien für so ein Energiesystemdesign. Das heißt, unter verschiedenen Ansatzpunkten, unter verschiedenen Ideen, wie denn die Zukunft aussehen könnte und verschiedenen Parametern können wir dem Kunden jeweils zu dieser Situation sagen, wenn sich das so und so entwickelt, mal wegen der CO2-Preis für eine Tonne CO2, sich in diese Richtung entwickelt, dann wäre das Systemdesign so optimal und ansonsten anders. Das ist so im Wesentlichen das, was hier passiert, ganz grob, ganz schnell. Natürlich ist es deutlich komplexer, aber es soll jetzt nun mal ein Bild geben. Kommen wir mal auf ein einführendes Trivialbeispiel zur Veranschaulichung, was denn eigentlich dieses, wie gesagt, ich habe das als Maschinenraum bezeichnet, was unser System tut. Und das kann sich jeder gut vorstellen. Einfamilienhaus, natürlich sind wir uns einig, wir würden ein Einfamilienhaus mit dem System nicht rechnen, weil das zu trivial ist, aber man kann hier, glaube ich, die Situation ganz gut erkennen. Jetzt schauen wir uns nochmal hier rein in das System. Wir haben hier gewisse Größen und das ist unter anderem hier die Quellen, das heißt also Quelldaten, das heißt, wir bekommen schon einen Strombezug, wir haben möglicherweise eine Photovoltaikanlage hier. Darüber hinaus haben wir Senken, in denen Energie verbraucht wird oder gewandelt wird, physikalisch korrekt, aber in diesem Bereich hier geschieht das zur Versorgung des Hauses. Und dann haben wir Speichermedien noch ausgewählt und wir haben einen Umwandler, einen Wandler, eine Wärmepumpe in diesem Falle dabei. Jetzt ist das vielleicht etwas erstaunlich, dass wir auch noch die Garage haben. Das ist aber wichtig für das Verständnis des ganzen Systems, denn wir können mit diesem System auch etwas machen, was natürlich hier trivial und eher unsinnig erscheint. Stromkabel haben auf der Entfernung bis zur Garage durch den Widerstand nicht so eine Bedeutung. Aber stellen Sie sich vor, Sie haben eine Industrieanlage oder Sie sind ein Stadtwerk, das eine Fernwärmeversorgung hat, dann ist es gleichwohl wichtig, wie diese Leitungen, wie weit die entfernt sind zum Verbraucher, also welche Strecken wir überwinden müssen, weil wir verlieren ja auf dem Weg sowohl Temperatur als auch Drücke. Das heißt also, hier kann das System auch in der optimierten Anlagenverteilung nicht nur sagen, welche Anlagen optimal sind, sondern es könnte auch gesagt werden, wenn wir jetzt hier ein Heizkraftwerk meinetwegen hätten mit einer Fernwärmeversorgung, in welchem Kontext diese Leitungen optimal wären und bis wohin sich das rechnerisch überhaupt noch lohnt. Das ist ein ganz einfaches Beispiel, aber es soll nur zeigen, dass wir aus diesem Maschinenraum entsprechend Quellen, Senken, Wandler, Speicher und Leitungen, wie auch immer sie geartet sind und ihre Spezifikationen mit hineinnehmen können. Genug der Theorie, kommen wir jetzt
so ungefähr zur Hälfte dieser kurzen Keynote zu den Anwendungsfällen. Das heißt also, wir haben das nicht nur theoretisch bisher gemacht, sondern in über 10 Fällen bereits praktisch angewandt. Was haben wir gemacht? Als Beispiel 1 mal eine Dekarbonisierungsstudie und ein Dekarbonisierungsprojekt für ein industrielles Arealnetz in Ostdeutschland, für einen ostdeutschen Energieversorger. Was ist dort passiert? Das sehen wir hier ganz gut. Wir haben hier zunächst mal eine existierende Anlage, die hat auch mehrere dieser Arten. Es ist natürlich stark vereinfacht. Sie können sich vorstellen, ein Industriepark sieht natürlich komplexer aus, aber es ist jetzt eine vereinfachte Anwendung. Wir sehen hier die vorhandenen existierenden Anlagen, die haben wir in den digitalen Zwilling hier mit eingebaut. Darüber hinaus haben wir dann die Vision, die Zukunftsvision dieses Stadtwerks mit eingegeben. Das ist auch hier ins System eingeflossen. Das heißt, wir haben diese Daten dann als gegeben und als Zieldaten mit eingegeben, sodass wir dann rechnen können. Und dann, und das ist der große Vorteil, und das ist die Stärke eines digitalen Zwillings, dann haben wir gespielt. Wir haben einfach diesen Strukturen, die wir als Zielorganisation, Zielstruktur haben, in der Fläche dieses Arealparks, haben wir verschiedene Gasturbinen gewählt, wir haben verschiedene erneuerbare Energien zu- und abgeschaltet und wir haben einen Elektrolyseur mit hinzugenommen, abgeschaltet, zugeschaltet und haben dann auch noch im Bereich der Leitungsstrukturen gespielt. Das heißt, wir hatten wirklich eine Situation, in der wir verschiedenste Ansätze spielen konnten, was man in der Realität natürlich nicht könnte und das man auch nicht im Kopf durchrechnen kann, weil die Komplexität dann doch zu groß wird für solche Industrieanlagen. In der chemischen Industrie ist das hier passiert. Das nur mal so als Idee. Beispiel 1, das ist, wie gesagt, ein Industriepark gewesen. Beispiel 2, wir erinnern uns, am Anfang hatte ich ja die Frage gestellt, was hat denn so ein Schiff hier, so ein schwimmendes Ölplattformschiff eigentlich mit der Energiewirtschaft zu tun? Das ist sehr, sehr viel damit zu tun. Und bevor ich das darstelle, nur ein Hinweis, damit man weiß, um was es hier geht. Wenn man Rohöl aus der Tiefsee pumpt, in diesem Falle ist das ein Tiefseebogen von 4000 Metern, Tiefsee, dann hat man die Situation, dass man das Öl, was man herauspumpt, dann mit Tankern an die Küste fährt. Und in dem Rohöl, was wir hier rausholen, das wird also hier hochgepumpt, sind sehr viele Verschmutzungsanteile drin. Das heißt Wasser, Gase sind dort enthalten und andere Verunreinigungen. Und wenn man das halt mittransportieren wollte, dann hätte das immer einen gewissen Kostenfaktor. Das heißt, man will die Tonnage reduzieren. Deswegen gibt es diese schwimmenden Fabriken. Das sind sehr, sehr große Anlagen. Wenn man das auf die Fläche aufteilt an Land, dann wäre das ein großer Industriepark, ein chemischer, petrochemischer Industriepark. Das ist relativ groß hier, mehrstöckig, deswegen wirkt es kleiner, als es wirklich ist. Naja, und wo kommt das Stadtwerk zum Zuge? Genau hier. Also wenn man hier schaut, dann ist da unser Stadtwerk. Das heißt, hier wird Elektrizität, weil dieser Prozess braucht sehr viel Elektrizität, da steht im Grunde eine Kleinstadt, eine mittlere Kleinstadt, die versorgt wird. Und wir brauchen Hitze, Dampf, das ist vergleichbar mit der Situation, wenn man ein Fernwärmekraftwerk für Fernwärmeversorgung betreibt. Das heißt also, eigentlich ist das nichts weiter als ein Stadtwerk mit Fernwärmeversorgung, das hier arbeitet. Und was haben wir jetzt gemacht? Der Kunde wollte bei diesem Prozess, der sehr energieintensiv ist und sehr viel CO2 abgibt, dies optimieren in Zukunft für seine Schiffe. Und dann haben wir das natürlich uns mal angesehen und gedacht, gut, wie machen wir das jetzt am besten? Wir gehen da szenarienbasiert vor und haben dann, ich hatte ja vorhin gesagt, wir gehen immer szenarienbasiert solche Projekte an, haben dann 4 Szenarien, die wir hier links sehen, gerechnet. Das erste Szenario, was wir hier sehen, das ist das Szenario, das quasi Standardszenario ist. Das ist eine ganz normale Gasturbine. Wir haben dann ein zweites Szenario, das weiße Szenario hier gewählt. Da haben wir eine Dampfturbine. Das ist eine GUD-Anlage hier mit einem Speicher. Wir haben Floating Wind und Floating PV hinzugenommen. Das sind halt Lösungen auf dem Wasser, mit denen man auch Elektrizität erzeugen kann. Das wird immer mehr und die Technologien sind bereits schon so weit ausgereift. Darüber hinaus haben wir ein weiteres Szenario gerechnet. Das ist dieses hier. Mit einem Seekabel haben wir Elektrizität ans Schiff herangeführt. Das ist technisch machbar aus der Entfernung. Wir sind ungefähr 300 Seemeilen von der Küste mit diesen Schiffen und das ist funktional. Dann würden Batterien eingeführt und natürlich diese Lösungen. Das haben wir auch gerechnet, was das kostet. Und wir haben ein Null-Emissions-Szenario gerechnet. Das heißt, dass das Schiff in sich komplett CO2-neutral ist. Und wir konnten dem Kunden am Ende durch diese Szenarienrechnungen zeigen, zu welchen Preisen von CO2 und Elektrizitätspreisen
das Schiff wie optimal funktioniert. Das heißt, wir konnten dem Kunden zeigen, wann er mit diesem Schiff optimal fährt und wann er dieses Szenario fahren muss und wann er gegebenenfalls wirtschaftlich das Null-Emissions-Szenario fahren muss und wie das dann aussieht. Ja, ein drittes Beispiel, das ist dann direkt aus dem Kontext der Stadtwerke. Also hier sehen, das ist eine Fernwärmethematik, das ich gerade auch mit dem Schiff angedeutet habe. Das heißt, hier wird tatsächlich Fernwärme durchgeführt. Das war eine Fernwärmeversorgung eines norddeutschen Stadtwerks, das dort berechnet wurde. Wir haben hier in diesem Bereich, den wir hier sehen, wieder unser Maschinenraum. Den haben wir befüllt mit der Ist-Situation, die im Moment gilt. Darüber hinaus haben wir hier dann Szenarien gerechnet, die der Stadtrat vorgegeben hat. Also der Stadtrat dieser Gemeinde oder dieser Stadt, das ist natürlich eine Stadt, eine größere Stadt, hat für die nächsten Jahre bis 2030 gewisse Ziele vorgegeben. Diese Ziele haben wir dann hier in das System eingegeben und haben darüber hinaus das Ganze, was wir hier sehen, wie gesagt, hier abgebildet. Was kam raus? Das sieht man dann hier illustrativ. Das sind illustrative Darstellungen, die jetzt ein bisschen verfremdet wurden aus Gründen des Klientenschutzes. Wir haben hier dann aber herausgefunden, dass wir zwischen 25% und 75%, und das ist doch durchaus ein sehr großer Anteil, in den nächsten Jahren nur dadurch einsparen können, indem wir hier in diesem Bereich quasi in den zwei Szenarien, die wir gespielt haben, unterschiedliche Investitionen durchführen und welche Kosten darauf auf den Kunden zukommen, haben wir berechnet, welche Anlagen er dafür bräuchte, in welchen Fällen, was er substituieren muss, mit welchen Energieträgern, erneuerbar, eventuell auch Gaslösungen, Wasserstofflösungen haben wir hier verrechnet. Das heißt, der Kunde hatte am Ende eine gute Übersicht über die Lösungen, die er hier nutzen kann. Das haben wir dann in diesem Kontext gerechnet und kommen wir jetzt zum vierten Beispiel. Das ist so ein bisschen das Thema Dekarbonisierung weitergedacht. Da geht es um die Frage nicht nur der Technik, also quasi im Bereich Smart City oder in diesem Kontext Quartierentwicklung. Wenn man so ein Quartier wie dieses hier hätte, dann kann man das auch rechnen. Dort geht es um die Frage einmal, welche Technologien kann man dann nutzen für ein Stadtviertel in Süddeutschland, für eine süddeutsche Wohnungsbaugesellschaft, die in städtischer Hand war, haben wir berechnet, bei einem großen Arealnetz, was wir dort haben in diesem Quartier, welche Technologien sind erstens optimal und zweitens haben wir dann auch noch berechnet, wie das Thema oder analysiert im Consulting-Kontext, wie das Mieterstromkonzept genau auf diese Situation passt. Das heißt also, wir haben jetzt nicht nur monokausal die Technologien hier betrachtet, sondern haben darüber hinaus auch noch gesehen, wie passt das dann auch in diese Thematik Mieterstromkonzept hinein. Und konnten so einige Daten generieren, wie wir dann das aufbauen. Man sieht, dass dieser digitale Zwilling tatsächlich sehr flexibel ist. Und das hatte ich ja am Anfang mit dieser Lego-Kiste gemeint. Das heißt, wir können ja die Steinchen nicht nur damit reinnehmen in das System, sondern wir können diese Steine auch noch verändern. Das heißt, wir haben hier einige dieser Dinge mit einbezogen. Ja, kommen wir jetzt zum Ende. Das war jetzt sehr schnell. Also das war eigentlich ein recht komplexes Thema. Das ist natürlich deutlich umfangreicher als hier dargestellt. Wenn Sie Fragen haben und mit Sicherheit sind hier noch viele Fragen offen und oder ihr, dann bitte gerne, da könnt ihr euch an den Dr. Holst wenden. Der Dr. Holst, der ist verantwortlich für das Thema bei Siemens Technology und ich mache das Thema hier bei uns bei Siemens Advanta Consulting. Dazu muss man wissen, dass wir das immer im Tandem machen, sowohl die Technologen, die die Technik sozusagen in der Hand haben, als auch wir, die Berater, wir machen das gemeinsam. Und zum Schluss noch, das, was ich hier erzählt habe, viel deutlicher und viel genauer und viel ausführlicher, wird im Sommer diesen Jahres auch in einem Buch veröffentlicht werden. Und dieses Buch wird dann tatsächlich auch, wie gesagt, im Springer Verlag erscheinen. Und da kann man das auch nochmal nachlesen, wie das alles funktioniert. Und ja, jetzt freue ich mich. Erstmal vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wie gesagt, es ging sehr schnell. Ja, Oliver. Es war halt relativ flott. Genau, Timo. Und ja. Ansonsten, ich habe aber eine Frage hier. Genau, gerne. Wir müssen schnell sein und es ist schwierig für dich, aber weil im Chat Fragen kommen, sollten wir die auch kurz beantworten. Patrick, der sich als Streber outet, weil er der Einzige ist, der ordentlich mitmacht hier im Chat, er fragt, kann der digitale Zwilling in der Zukunft bei der Planung von modernen Versorgungskonzepten für Einfamilienhäuser und Geschosswohnungsbau dienen und somit alte Planungstools ablösen?
Ja, das kann er prinzipiell, das können wir auch jetzt schon. Es ist halt natürlich die Frage der Dimensionierung. Also es ist prinzipiell absolut möglich, aber das System ist sehr groß, sehr mächtig, weil es die gesamten Technologien miteinander kombiniert und iterativ rechnet. Insofern ist das eigentlich eine Nummer zu groß, aber es ist potenziell machbar. Es wäre kein Thema. Okay, super. Dann noch eine Frage auch von ihm. Kann man dieses Beispiel auf die Quartiersentwicklung übertragen, beispielsweise um Versorgungsszenarien mit einem maximalen Primärenergiefaktor zu simulieren? Ja, genau. Haben wir gemacht. Genau, das ist das Beispiel. Das war das Beispiel 4 mit der Quartierentwicklung. Genau das haben wir da auch mit dieser Thematik Mieterstrom und Quartierentwicklung gemacht für diese süddeutsche Wohnungsbaugesellschaft. Und da haben wir solche Dinge gerechnet. Komm wieder. Ja. Bin ich weg? Hallo? Jetzt bist du wieder da. Ja, genau. Ich weiß nicht, was ihr mitbekommen habt. Wie gesagt, das ist alles live. Also es geht, haben wir gemacht. Wir haben genau das gerechnet. Für die Süddeutsche Wohnungsbaugesellschaft, genau die Frage, die gerade gekommen ist, die letzte, das können wir und das haben wir auch schon gemacht. Super. Okay, das waren die beiden Fragen, Oliver. Damit wir wieder ein bisschen ins Zeitmanagement kommen, müssen wir weitermachen. Ich danke dir ganz lieb, dass du das erste Ding hier mit uns gerockt hast, den Wechsel von Main auf die erste Stage. Vielen lieben Dank. Ich hoffe, du bist noch ein bisschen da heute. Ich weiß, bei Simon. Alles klar, cool. Dann erstmal vielen Dank. Für den Anfang für die technischen Probleme, aber das ist halt alles gut. Alles gut. Ciao. Bis dann. Gut. Ciao.